Wir wollten euch dann mal einige Merkmale nennen, was überhaupt so ein Schwarztischtheater ausmacht oder worauf man achten sollte, so einige Faustregeln mehr oder weniger. Also da geht es einmal, da kam ja auch bei uns vor, dass man Dinge fliegen lassen kann oder schweben lassen kann, die man sonst mit Licht eigentlich nicht so darstellen können. Da hätten wir zum Beispiel, machst du vielleicht das mit den Schlüssel, Katrin? Ja. Einfach mal. Also den Schlüssel, den haben wir so gemacht, Katrin war eben schwarz angezogen und sie hat dann den Schlüssel einfach so dahin getragen, sodass Anne den dann bekommen hat. Und ich habe den dann auch wieder genommen und abgesetzt. Ja, dann hatten wir einmal, dass die Frau halt eben dahin schwebt, mehr oder weniger. Da haben wir das so gemacht, dass ich da drauf gesessen habe, auf dem Kasten. Und dann ist Ela halt eben gekommen, sie war auch wieder ganz schwarz angezogen. Und dann hat sie mich einfach gepackt. Also wir können das mal gerade nachmachen. Kommst du mal komm. Ja, okay. Also ich habe halt hier gesessen, noch von vorher. Und dann kommt Ela einfach oder jemand von hinten, der schwarz ist, und trägt mich einfach hier so rüber und setzt mich da ab. Ja, dann gibt es noch eine Faustregel, was eigentlich auch noch sehr wichtig ist, dass man nicht zu schnelle Bewegungen macht, sondern eher langsam. Das könnten wir auch demonstrieren. Ja, hol mal die weißen Sachen weg. Ich bin selber gespannt. Ich nicht koksen, das leuchtet. Ja, also wenn Katrin jetzt zum Beispiel den Schlüssel schnell bewegt, dann seht ihr, dass das Bild ziemlich verschwommen wirkt und die Konturen eigentlich nicht mehr so deutlich zur Geltung kommen. Wenn sie den allerdings jetzt langsam bewegt, dann kann man den Schlüssel klar erkennen. Ja. Mach nochmal die Zähne. Ja. Mach nochmal die Zähne. Und was auch noch wichtig ist, dass ihr darauf achtet, wenn jetzt jemand Weißes ist, dann darf sich niemand, der schwarz angezogen ist, da vorstellen. Weil wenn Dela mich zum Beispiel jetzt bei dem Tragen von vorne genommen hätte, hätte sie ja quasi eine schwarze Wand dargestellt, dann hätte man den Weißen eben in dem Moment nicht gesehen. Da müsst ihr auch drauf aufpassen. Ja, und am besten ist es, dass man große Bewegungen macht, wenn man die Arme so halt eben hoch macht, nicht nur so. Ja, also wie im darstellenden Spiel auch, es ist nichts anderes. Und dann sind wir ja hier im Bewegungsseminar. Das heißt also, ihr müsst auch zusehen, dass er auch Bewegung hineinbringt. Ja, dass er nicht nur eine Geschichte erzählt, sondern eben wirklich mit Bewegung bestückt. Ja, das können wir auch nochmal vormachen, wenn ihr das sehen wollt. Kommt vielleicht hier vor den Kasten. Also einmal die kurzen, kleinen Bewegungen. Oder dann im Gegenzug dazu die großen Bewegungen. Also ihr seht, dass das viel mehr ausmacht direkt. Ja. zudem kann man ja natürlich, ist halt im Schwarzlichttheater, man sieht die Personen nicht, aber allerdings können die Personen auch Geräusche erzeugen. Es sollte nicht zu viel sein, so ab und zu. Wir haben ja auch nur ein paar eingebaut. Ja, müssen wir ja nicht vormachen. Wir alle.